Kaliningrad-Blockade zwischen Frühstück und Gänsebraten. Liest man russische Medien, die wiederum amerikanische Medien und Offizielle zitieren, kommt man zu beängstigenden Erkenntnissen. Die von Polen und Litauen in mehr oder weniger häufig wiederkehrenden Abständen angedrohten Blockaden verschiedenster Art für das Kaliningrader Gebiet, von denen viele, wenn man sie erwähnt, nur ein müdes und ungläubiges Lächeln übrig haben, scheint eine Angelegenheit zwischen Frühstück und Gänsebraten zu sein. Denn was ist das kleine Kaliningrader Gebiet schon im Vergleich zum russischen Mutterland? So hat der Innenminister der USA erklärt, dass die US-Seestreitkräfte im Bedarfsfall in der Lage sind, eine vollständige Blockade Russlands zu organisieren und durchzusetzen. Diese Blockade will der Minister durchsetzen, wenn Russland versuchen sollte, die energiepolitische Situation im Nahen Osten unter seine Kontrolle zu bekommen. Zitiert wird Washington Examiner, die Worte des Ministers der Öffentlichkeit kundgetan hat. Der Minister vermutet, dass sich Russland im Nahen Osten deshalb so engagiert, um die Energiesituation dort genauso unter Kontrolle zu bekommen, wie dies bereits in Osteuropa geschehen ist. In der Medieninformation wird weiter daran erinnert, dass im Juli der republikanische Senator John Barrisso gefordert hat, gegen Russland ein Röhrenembargo zu verhängen, um zu verhindern, dass Nord Stream 2 gebaut werden kann. Gegenwärtig wird diskutiert, diese Sanktionen im November in Kraft treten zu lassen und diejenigen Firmen zu bestrafen, die in irgendeiner Form beim Bau von Nord Stream 2 beteiligt sind. Darüber informierte der deutsche Regierungskoordinator Peter Bayer in einem Interview mit Blomberg. Zu Wort gemeldet hat sich auch der ehemalige US-Botschafter in Russland, Michael McFaul, der durch Russland ein Einreiseverbot erhalten hat. Er forderte dazu auf, eine Gesetzgebung zu schaffen, die die automatische Verlängerung aller Sanktionen gegen Russland vorsieht. Wenn dies der Präsident nicht tut, so sollte dies der Kongress tun. Russland hat in der vergangenen Woche beschlossen, eine spezielle Struktur im Rahmen des Finanzministeriums zu schaffen, welche sich mit dem Thema Sanktionen beschäftigt und welche Vorschläge zur Gegenwirkung zu erarbeiten hat.